Das sind die Sicherungen für die Zellenbeleuchtungen. Hallo, Junge. Erkennst du mich? Ich möchte nochmal mit dir sprechen. Wenn du nicht willst, ist das kein Problem. Ich bleibe einfach ein bisschen hier bei dir. In Ordnung? Ich habe ein bisschen in den Akten gelesen. Du hast etwas gerufen, als du hierher kamst. Erinnerst du dich daran? Es war ein einzelnes Wort. Pass auf, ich werde dir das Wort gleich zeigen. Vielleicht hilft dir das. Nein, nein. Ich möchte herausfinden, was du zuletzt getan hast, bevor du gefunden wurdest. Schau auf dieses Pendel. Konzentriere dich nur auf dieses Pendel. Es ist... Ja? Es ist so dunkel. So dunkel. Ich bin allein. Ich bin... Ich bin allein. Es ist dunkel. Wie fühlst du dich? Kennst du den Ort? Ich habe Angst. Wovor hast du Angst? Vor denen. Ich muss hier weg. Da ist ein Gitter. Dunkle Gänge. Und eine Mauer mit einem Gitter. Ein Loch im Boden. Ich höre Geräusche. Hast du etwas bei dir? Eine Pistole. Und eine Brechstange. Woher hast du die Sachen? Ich weiß nicht. Da. Schritte. Ich muss hier raus. Da ist ein Gitter. Da ist ein Gitter. Die Röhre führt wieder hinunter zum Ventilator. Eine Brechstange. Das Gitter hat sich verkantet. Besser, ich versuche es erst auf der anderen Seite. Ich hab's geschafft. Ich bin draußen. Wo? Ich weiß nicht. Es ist ein umzäuntes Gelände. Am Wasser. Aber du siehst niemanden. Ist noch jemand da? Ich habe Angst. Sie kommen. Sie sind auf dem Weg. Jemand ruft. Bleib ganz ruhig. Das ist schon passiert. Es sind nur Erinnerungen. Wer ist es? Ist es eine Frau oder ein Mann? Ein Mann. Ich muss weg. Ich muss irgendwie über den Zaun.
Ich höre Schritte. Alte Benzinfässer. Sie scheinen noch voll zu sein. So nah dran ist das zu gefährlich. Verflixt, Stacheldrahtzaun. Das Fass ist leer. Ich schaff's. Da liegt ein Boot. Oh nein. Oh nein. Hey, ist schon gut. Du bist hier bei mir. Im Krankenhaus. In Sicherheit. Junge, hörst du mich noch? Okay, okay. Du hast ja recht, das reicht wohl für heute. Das war schon sehr viel. Wir belassen es dabei. Ruh dich jetzt aus. Es ist spät. Ich komme morgen wieder. Kann ich noch mal kurz stören? Bitte. Ich habe mit einem der Jungen Kontakt aufnehmen können. Tatsächlich? Mit welchem? Zelle 1. Er hat mir von einem Bunker erzählt und von Zäunen. Hat er irgendetwas Ähnliches in Ihrer Anwesenheit geäußert? Etwas, das dazu passen könnte? Nein, nichts. Jedenfalls nicht, während ich bei ihm war. Könnte Dr. Young mir womöglich etwas dazu sagen? Sie können ihn ja morgen fragen. Ja, das werde ich machen. Ich mache jetzt Schluss für heute. Schon. Es ist spät. Ich bin erst gestern Nacht angekommen. Ich muss mich etwas ausruhen und ich denke, unsere Patienten brauchen auch etwas Ruhe.
Es ist wirklich spät genug. Ich sollte zusehen, dass ich loskomme. Mein neuer PDA. Meine Güte, Sie sind ja immer noch hier. Yep. Aber gleich ist Feierabend. Mir reicht's auch für heute. Na, Sie immerhin. Ich habe noch eine längere Nacht vor mir. Was treiben Sie denn da drin? Sind Sie Irrenarzt oder sowas? Ja, ich schätze. Psychiater. Hm. Und? Wie läuft's so mit den Irren? Patienten. Naja, sag ich doch. Tja, wissen Sie, viel darf ich Ihnen nicht sagen. Schweigepflicht. Sie untersuchen da diese 5 Kids, oder? Kommen Sie schon, ich weiß es sowieso. Ich habe gesehen, wie diese kleinen Monster hergebracht wurden. Aha. Naja, dann kann man Ihnen wohl nichts vormachen, Mr. Miller. Stuart Miller. McNamara. David. Okay, David. Ich schätze, ich bin nass genug jetzt. Viel Spaß noch mit Ihren Irren, ne? Also dann. Ein Cashpoint. Wie? Derzeit keine Auszahlung möglich? Was soll das denn? Naja, bestimmt ein Fehler des Geräts. Ich versuch's später nochmal. Zeitschriftenladen. Wozu? Mein Bedarf an schlechten Nachrichten ist gedeckt. Also dann.
Guten Abend. Guten Abend. Also, was soll's denn sein? Einen Whisky. Auf Eis. Kommt sofort. Ist das nicht ein bisschen stark für dich, Waschlappen? Danke. Zum Wohl. Neu hier in der Gegend? Geschäftsreise. Ich wohne gegenüber im Skyline. Sie sind von auswärts? Washington. Das ist eine ganz schöne Ecke. Und? Gefällt Ihnen New York? Harten Tag gehabt, was? Geben Sie mir noch einen, bitte. Alles klar. Sagen Sie, haben Sie von dem Mädel gehört auf der Kreuzung heute Morgen? Die Kleine, nackt, mit Pistole. Der doch nicht. Die schwuchtelt doch nicht. Ja, hab ich. Wird immer schlimmer mit den Kids. Jeder Halbwüchsige rennt heute mit einer Knarre durch die Gegend. Wo man hinguckt, Gewalt. Tja, nicht dein Thema, was, Waschlappen? Geben Sie mir noch einen. Sicher. Scheint ja ein verdammt harter Tag gewesen zu sein. Kann man sagen. Nette Gäste hier übrigens. Stören Sie sich nicht an Riker. Ist nur besoffen. Ich dachte mir sowas. Trink aus und verzieh dich in irgendeinen Schwuchtelladen. Sie haben schon recht. Wo man hinguckt, Ärger. Noch einen, bitte. Schmeiß den Bettnesser raus, Randall. Es reicht jetzt, Riker. Trink noch einen und halt die Klappe. Wohlsein. Tut mir leid. Hören Sie gar nicht hin. Riker ist geistig in Vietnam geblieben. Schon in Ordnung. Ich bin ziemlich erledigt. Was macht das? Waschlappen! Feige Ratte! Riker, halt's Maul! Sonst kannst du draußen weitersaufen, klar? Geht aufs Haus. Für die Belästigung. Okay? Besten Dank. Ich muss los. Ich schau wieder rein. Vielleicht schaue ich später mal rein. Mr. Flynn? Sir? Sie hatten recht. Wie bitte, Sir? Die Bar. Eingeschränkt empfehlenswert. Sie hatten Probleme? Naja, die habe ich sowieso. Aber die paar Drinks waren gut. Vielleicht kann ich heute mal schlafen. Das wünsche ich Ihnen, Sir. Ich muss los. Bis später. Guten Tag noch, Sir. Ich sollte Kim anrufen. Hallo? Hi, ich bin's. Na, alles klar bei dir? Was willst du, David? Nichts, ich wollte mich nur kurz melden, Bescheid sagen, dass ich gut angekommen bin. Okay, sonst noch was? Hör mal, Kim, können wir nicht? Ich muss gleich los. Also bis dann. Warte, Kim? Na, großartig.
haben eine Nachricht. David, ich hab nachgedacht. Du brauchst nicht wiederzukommen. Ich reiche die Scheidung ein. Bitte ruf mich nicht mehr an. Mein Anwalt erledigt alles Weitere. Es tut mir leid. Ich schätze, das müsste ich Mr. Flynn mitteilen. Es wäre etwas peinlich, wenn er es vom Roomservice erfahren würde. Ingram? Hi, Terry, ich bin's nochmal. Passt es jetzt besser? Naja, also... Komm schon, 5 Minuten. Wolltest du dich nicht melden? Ja, sorry, ich hab's nicht geschafft. Und jetzt bin ich knapp dran, weil ich gleich noch zu euch rüber muss. Klar. Wie geht's denn, Kim? Hast du sie schon gesprochen heute? Ja, kurz. Heute früh? Nein, mittags, in der Stadt. Wir waren zum Essen. Oh, schön, gute Idee. Wird dir gut tun, mal ein bisschen rauszukommen. Und, was macht ihr heute Abend? Ich weiß noch nicht. Vielleicht gehen wir auf ein Glas raus. Hat sie dir was erzählt? Ich meine, wegen uns. Nicht viel, nein. Hat sie gesagt, sie will sich trennen von mir? Nein, sie war einfach sehr in Gedanken, wegen des Jahrestags. Wie kommst du darauf, dass sie sich trennen will? Sie hat angerufen. Oh je. Terry? Ja? Du hilfst mir doch, oder? Na klar. Sie muss sich wieder beruhigen. Redest du mal mit ihr? Mach ich. Hör mal, David. Sei nicht böse, aber ich muss wirklich los. Ich melde mich morgen früh wieder, ja? Ja, mach das. Aber dann wirklich früh. Ich muss ins Büro. Es geht sonst erst wieder abends. Okay, also bis morgen. Bis morgen. Hoffentlich finde ich hier mal etwas Schlaf in den nächsten Tagen, wenn nur diese verdammte Träumerei endlich aufhören würde. Aufzeichnung. Sonntag, 11. November 2007. Patienten im Staten Island Hospital wurden erstmals in Augenschein genommen. Erstdiagnose ist posttraumatisches Stresssyndrom. Dadurch ausgelöst vollständige Amnesie. Es handelt sich um 3 junge Männer und 2 junge Frauen, Alter zwischen 18 und 20 Jahren. Mangels feststellbarer Identitäten sind die Patienten nach den Kennziffern ihrer Zellen benannt. Unterbringung entspricht nicht neuesten Maßstäben. Allgemeinzustand der Patienten ist aber gut. Mit dem männlichen Patienten in Zelle 1 war ein Erstkontakt möglich. Es ergaben sich erste Anhaltspunkte für eine Gefahrensituation, in der sich der junge Mann befunden haben muss. Schrittweise Rekonstruktion erscheint bei ihm besonders aussichtsreich. Männlicher Patient in Zelle 5 ist aggressiv. Medikation wurde trotzdem gemäß der Rekonstruktionstherapie abgesetzt. Privatnotiz. Die Lage mit Kim spitzt sich zu. Ich habe kein gutes Gefühl mehr. Sie klingt kalt, kurz angebunden. Vielleicht liegt es daran, dass gestern der Jahrestag des Unfalls war. Ich habe Terry gebeten, sich ein bisschen um sie zu kümmern, solange ich weg bin. Er hat zwar erst abends Zeit, aber vielleicht tut ihr ein bisschen Gesellschaft ganz gut. Ich habe Kopfschmerzen, hätte den Whisky weglassen sollen. Morgen muss ich wieder da raus und die Kollegen im Hospital sind ziemlich merkwürdige Zeitgenossen. Ich bin müde. Hoffentlich hören mal die verdammten Träume auf. Aufzeichnung Ende. Was für ein Tag.